mit diesem Galgen zu Pegida gegangen. Wie kam Sie auf die Idee? Was hat Sie da motiviert? Wir waren zuvor schon zweimal bei Pegida und haben uns das angeguckt. Wir haben auch den immensen Zustrom bei Pegida mitgekriegt. Also es war 14 Tage Abstand und der Platz war doppelte Leute, also doppelte Zuhörer waren dann vor Ort. Und ja, um halt nicht um eine Aufregung, um aufzuwachen, haben wir uns halt eine Aktion einfallen lassen. Dass halt das deutsche Volk schläft ja noch. Also wenn ich höre, Angela Merkel tut den Amerikanern erlauben, Atombomben in Deutschland zu stationieren, da stehen mir die Nackenhaare auf. Und wer das nicht kapiert, also das ist eigentlich ein Verbrechen. Ja. Und in meinen Augen ist es Volksverrat, was unsere Regierung hier begeht. Also es ging darum zu provozieren? Das geht ums Provozieren. Ich will hier keinen Aufruf machen, auf Ausschreitungen oder Gewalt anzuwenden. Das ist schlichtweg die Provokation. Unterstellt man Ihnen ja praktisch, Sie wollten dazu aufrufen, dass Sigmar Gabriel und Angela Merkel aufgehängt werden? Nee. Nee, das ist schlichtweg Satire, also das ist, hat nichts damit zu tun. Wie haben die Leute auf der Demonstration reagiert? Ich sag mal, 95% hat gelacht. Daumen hoch, je. Endlich mal einer, der mutig ist, was zu sagen, was zu tun. Und der Rest war geschmacklos, kommen wir zum Ausdruck. Beginnt ja als Gegengewalt und ich will ja keine Gewalt verherrlichen, das ist erfunden dann halt. Ne? Aber im Großen und Ganzen war da schon ein Zuspruch da. Ne? Sie haben jetzt schon ein bisschen angedeutet, Sie werfen Merkel vor, dass Sie den Amerikanern überhaupt Atomwaffen so stationieren. Ja. Pegida ist ja jetzt eine Demonstration, die inhaltlich etwas anders ausgestellt ist. Genau. Was sind Ihre Vorwürfe, die Sie Merkel doch gab? Eine verfehlte Asylpolitik, das ist nach wie vor das Hauptthema, geht ja nun die Medien hoch und runter. Ja, Sie waren, glaube ich, zwei oder dreimal bei Pegida, sind Sie ja regelmäßig bei Demonstrationen? Sie sagen, Sie sind ein politischer Mensch? Nee, gar nicht. Also weder eine Partei noch irgendeine Regierung, einfach die stille Mitte bisher und das akzeptiert, wie es halt war. Weil es muss ja dann irgendwie mal die Initialzündung gekommen sein, dass man sagt, ich hab's jetzt satt. Ja, ist zum einen der Ukraine-Krieg. Bin ich unmittelbar davon betroffen. Wie gesagt, meine Frau ist Ukrainerin. Die Schwiegereltern wohnen mitten im Kriegsgebiet. Die haben 14 Tage im Keller gewohnt, weil sie geschossen haben und durchgerannt sind. Und der Krieg wird halt mit deutschen Steuergeldern finanziert. Und das muss man auch knallhart sagen. Und das ist auch eine verfehlte Politik von Angela Merkel. Das heißt, das war auch eine Triebkraft? Das ist eigentlich der meist ausschlagende Triebkraft, weil ich habe dort Hilfslieferungen rüber geschafft, von der Heizungsanlage bis Badezimmerausstattung komplett, 2600 Kilometer eine Strecke. Das ist Wahnsinn, das kann sich niemand vorstellen, nur damit die Deppen dann zerschießen. Wer hat das finanziert? Wie haben die das organisiert? Ich selber. Mhm. Selber. Rumhergefahren. Gesucht. Jetzt die Schwester ist mit ihrem 5-jährigen Bengel, ist die dann raus aus Lugansk. Das war ja Wahnsinn, was da los war. Sie hat alles zurückgelassen, komplett. Mit Kind, das sind Flüchtlinge. Man kriegt keine Hilfe. Kriegst auch nicht nach Deutschland. Keine Chance. Das ist ja im Grunde, sind Sie ja ein Mensch, der Flüchtlinge hilft. Ja. Selbstverständlich, die Hilfe brauchen, die welche bekommen sollen, die sollen die auch bekommen. Na. Und Sie haben natürlich, wenn Sie dann in der Ostukraine waren, da ist ja Gewalt aller Orten. Hm. War das vielleicht, könnte das auch ein Punkt gewesen sein, zu einer solchen Provokation dann auch zu greifen? Natürlich sieht, wie andere Leute mit Gewalt und so konfrontiert sind. Es trägt dazu bei, ja. Es ist, man sieht die Bilder. Also. Und da gibt es schlimmere Bilder. Also von Kindern, wo das Gehirn raushängt und. Also da habe ich genug gesehen von Donetsk. Kriegt man sowas wieder raus aus dem Kopf? Nee. Das ist drin. Also ich war dieses Jahr dreimal drüben. Ja. Sie sind im Moment, kann man fast sagen, der bekannteste Mann in Deutschland, so stellt es jedenfalls die Boulevardpresse dar, weil Sie auf der Pegida-Demonstration mit einem kleinen Galgen rumgelaufen sind. Wie fühlt man sich in dieser Situation? Das ist schwer zu sagen. Ne? Auf der einen Art fühlt man sich geschmeichelt, dass man Interesse geweckt hat für Pegida.
und auf der anderen Art aber auch bedroht, muss man auch ganz klar sagen. Bedroht heißt sie wer noch bedroht? Ich fasse es mal als Bedrohung auf, ja. Also das Telefon steht nicht mehr still, es klingelt pausenlos. Nazi, selbst meine Frau haben sie als Nazi bezeichnet, das ist der Ausbund. Haben Sie damit gerechnet, dass dieser Fall, der Galgen, dass es derartig in die Öffentlichkeit hochschießt und Sie sozusagen zum Abend durchgehen? Nee, auf gar keinen Fall. Also das war auch nicht Absicht oder, naja, gar keinen Fall. Das geht doch viel zu weit, die Berichterstattung von der guten deutschen Bild-Zeitung ist katastrophal. Die Bild-Zeitung hatte Sie einfach aufgesucht? Ja, gestern. Und was haben die gemacht? Ja, einfach Fotos, obwohl eindeutig untersagt war, dass da Fotos gemacht werden. Ne? Still und heimlich Fotos gemacht. Ja, es ist nicht erlaubt. Und wie ich weiß, ist es auch nicht erlaubt, jemanden auf dem Bild zu markieren und sagen, ja, das ist der Staatsfeind Nummer 1. Haben Sie jetzt Angst? Haben wir Angst? Ich sag mal schon, ja. Ich habe 7-jährige Tochter, die geht in die Schule. Ja. Wird die auch bedroht? Bis jetzt noch nicht, ne. Und erfahren Sie auch Zuspruch? Ja, also überwiegend Teil ist schon Zuspruch. Aber die rufen nicht an, die kommen dann persönlich vorbei. Und mit Glückwünschen, einen hast du geschafft. Haben es geschafft in die Medien oder haben es geschafft? Ich habe es geschafft, bis jetzt. Ich bin ja Deutschland berühmtester Mensch zur Zeit. Ne? Das werden Sie aber, glaube ich, gern nicht. Nee, das ist, muss nicht sein. Wenn Sie sagen, Sie waren mehrfach auf Pegida-Demonstrationen, wie haben Sie diese Demonstration eigentlich erlebt? Es wird ja, also im NDR oder auch in anderen Zeitungen wird ja behauptet, das ist eine Demonstration, da wird Jagd auf Kinder gemacht, da wird Jagd auf Journalisten. Es sind ganz normale mittelständische Leute, die halt einfach Angst haben, ja, vor dem, was passiert. Und es geht ja weiter, TP und wie das alles heißt. Es ist, am Ende der Bürger wird er nur noch belogen von der Regierung. Da ist ja nur noch eine reine Lüge. Ja. Wie erleben Sie eigentlich die Gegendemonstranten oder steht man von denen überhaupt was mit? Es waren, ich stand dort, ich habe gezählt, es waren 25 mit Fahrradklinge. Das war's. Also, die haben, ich weiß nicht, was haben die gerufen? Das war. Ja, schämt euch, haben sie gerufen. Das ist keine Ahnung, das ist Wahnsinn. Glauben Sie, dass solche Demonstrationen, Pegida gibt es ja etwa seit einem Jahr, und wenn man sich die Anfangszeit ansieht, ist das Interessante dabei, es wurde erstmal beschimpft wie sonst was. Jetzt sieht man Gabriel aber persönlich sogar hingekommen. Also man hatte den Eindruck, die Politik ist sich doch nicht sicher, ob sie sich nicht vielleicht bewegen muss. Glauben Sie, dass eine Demonstration wie Pegida in der Lage ist, wirklich Politik zu verändern, oder ist es mehr eine Selbstvergewisserung der Leute, die hingehen? Hat sie ja schon geschafft, Pegida. Also das, was die jetzt ganz schnell immer versuchen, im Bundestag durchzuwinken und zu schieben, das stammt ja größtenteils aus dem Programm von Pegida. Ne? Wenn sie sagen, Grenzen dicht und jetzt steht auf einmal die Bundespolizei wieder an der Grenze, das ist der Erfolg von Pegida. Wollen Sie eigentlich nochmal mit dem Galgen gehen? Oh, nee. Jeder bringt den mit den Galgen, ne? Nee, das. Das Erstaunliche ist ja, drei Tage vorher ist ja bei der TTIP-Demo in Berlin, ist ein Schafott rumgetragen, also ein Fallbeil rumgetragen worden. Und das hat ja erstmal niemanden interessiert. Ja, warum sind Sie jetzt der Sündenbock? Der Dummkopf der Nation, ich kann Siegmund nicht schreiben, das hat er wohl auch einen Grund. Nee, ich sag, das hat ja was mit der Aussage von Lütz Bachmann zu tun, der sagt ja immer, Sigmar war Sonderschüler und deswegen habe ich ja das eh dort noch reingemacht. Das war bewusst. Das war bewusst, ja. Das war bewusst.